Hallo und herzlich willkommen zu einem meiner LCD-Spiel-Demonstrationsvideos. Heute zeige ich euch ein Spiel namens True LCD Green Noise. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Ich kann euch leider zu dem Spiel nicht viel sagen. Ich habe das irgendwo auf eBay erstanden, mal vor einiger Zeit. Es ist vom Namen her zu schließen ein französisches Fabrikat. Vom Design her erinnert es sehr an Game & Watch, Nintendo-Spiel. Es ist leider nirgends überhaupt irgendwas verzeichnet, außer dass es in Hongkong hergestellt wurde. Kein Datum, keine Firma. Aber das macht nichts. Ich kann es euch trotzdem zeigen. Ich gehe davon aus, dass es aus den 80ern stammt, vom Design her zu schließen. Ziel des Spiels ist es im Prinzip, dass man Frösche, die von dem Berg hier oben links runterhüpfen, mit unten einem Blatt abfängt und die im Prinzip weiter auf die andere Seite leitet. Es gibt zwei Schwierigkeitsgrade. Ich spiele jetzt einfach mal den ersten. Und wie ihr seht, stürzt sich der Frosch in die Tiefe und ihr müsst den im Prinzip versuchen, über Luft zu halten, dass er nicht ins Wasser reinfällt. Also ich denke, das Spielprinzip ist verstanden. Ihr könnt die Spiele in meinem Online-Shop jederzeit kaufen. Dieses Spiel habe ich zurzeit auch drin. Guckt einfach auf eBay vorbei und gebt bei Shop Suche einfach ein Retro Games unterstrich 24. Auf meinem YouTube-Channel ist auch der Link zu meinem Shop. Hier sind noch viele weitere LCD-Spieler.